Okay, Wie soll ich denn anfangen? So wie du angefangen hast. So wie du angefangen hast. Machen oder so. Ja, aber wer soll das denn fordern? Ich meine, wir fordern das, aber wer soll das ändern? Bei der Demo kann man das fordern und dann... Wer soll das ändern? Keine Ahnung, eine Abstimmung darüber machen. Ja, aber wer soll das ändern? Wie soll ich das fragen? Naja, eine Abstimmung drüber machen und dann wählt das Volk, also die Menschen, ob... also eben gegen oder für Massentierhaltung. Ja, stimmt. Okay. Im Expertenrat war es cool, weil es waren ziemlich viele andere Kinder da, die waren auch alle voll nett. Also mit denen habe ich mich gut verstanden. Und dann haben wir diskutiert über, also welche Grafiken wir nehmen. Und es war spannend, es hat Spaß gemacht, man hat viele neue interessante Sachen gelernt. Also auf den Grafiken konnte man sehen, verschiedene Themen über die Umwelt, aber vor allem halt über das Fleisch, wo es herkommt und einfach Informationen darüber, wie viel wir essen, was wir essen und wo das, wie das alles, was mit den Tieren passiert. Es waren ja Fleischesser, Vegetarier und Veganer dabei. Also es war eigentlich so, manche Fleischesser hatten manchmal so andere Meinungen als die Vegetarier und die Veganer. Aber eigentlich haben wir uns immer gut verstanden und geeinigt. Also ich finde das wichtig, weil man sich einfach informieren sollte, damit man auch weiß, wo das Fleisch herkommt und damit man nicht einfach stumpf irgendwas isst. Also ich esse kein Fleisch, weil ich finde das mit der Massentierhaltung irgendwie, das ist blöd und das macht dann auch keinen Spaß, Fleisch zu essen. Es geht mir auch um die Tiere, aber ja, ich finde es halt auch doof, dass die so behandelt werden, weil es sind ja auch Lebewesen wie wir, weil wenn wir jetzt hier auf 2 A4 Blätter eingesperrt werden und aufgeputscht werden und dann irgendwann getötet werden, ist ja auch nicht schön. Also ich finde, die Regierung könnte was machen, und zwar könnte sie wirklich einfach Massentierhaltung abschaffen und nicht mehr zulassen und dann stattdessen einfach wirklich Biobauernhöfe anbauen soll. Dieses Tierfleisch und ich ist ja vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche gedacht und das ist auch wichtig, weil das auch Kinder und Jugendliche erfahren sollten. Und das ist halt nicht so lange Texte, sondern auf einen Blick hat man ziemlich viele Informationen. Tiere, Fleisch und ich. Ist was? Oh. Ist was? Ist was? Soll ich und ich? Soll ich das denn du noch? Ich sag und Tiere, ich. Fleisch und ich. Okay, ich sag und ich. Okay.